Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber doch sehr wichtigen Infovideo. Zumindest hoffe ich, dass es dieses Mal wieder klein bleibt. Ich gebe mein Bestes, wie immer. Und ja, heute geht es um die Streams, beziehungsweise größtenteils eher um die Streamaufnahmen. Und ja, da gibt es jetzt so ein paar Sachen zu sagen, weil sich da ein bisschen was ändern wird. Und zwar kam ja jetzt erst der Einjahresstream hoch. Das habe ich vielleicht nicht nochmal im Stream so wirklich gesagt. Ging so ein bisschen dran vorbei. War aber der wirklich einjährige Stream, und damals, als ich den ja schon gemacht habe, habe ich ja schon ein bisschen angekündigt, dass sich da was zu den Aufnahmen ändern wird auf dem Channel. Und jetzt werde ich das Ganze nochmal machen, weil ja, jetzt ist es endlich soweit. Es hat auch lang genug gedauert, bis es jetzt dorthin gekommen ist. Und ja, wie gesagt, jetzt wird sich dieses auch ändern. Und deswegen mache ich das Video nochmal für die ganzen Leute, die es nicht mehr wissen oder nicht mitbekommen haben. Beziehungsweise einfach nochmal als Auffrischung, dass man jetzt weiß, was auf einen zukommt. Vor allem natürlich, wenn man ja, die Streamaufnahmen schaut. Für die ganzen anderen Leute ist es eher uninteressant, aber vielleicht doch irgendwie wichtig zum Zuhören, dass man so durch den Uploadplan durchkommt oder durchblickt. Ja, dann erstmal, wie läuft es denn bisher? Ich denke, da können die meisten Leute so ein bisschen dahinter schauen. Ich werde es trotzdem nochmal erklären, um es dann schön zu vergleichen. Das passt dann eigentlich immer ganz gut. Und zwar ist es bisher so, dass ich die Streams einfach wirklich so hochlade, wie ich sie auch gestreamt habe. Das heißt, in genau der Reihenfolge, ich schneide sie halt bloß, dass ich sie irgendwie immerhin hochladen kann. Und dann kommen sie in den einzelnen Teilen hoch, genauso wie ich sie gestreamt habe. Und ja, wenn der eine fertig ist, kommt der nächste Livestream. Wie das in Zukunft laufen wird, ist jetzt aber folgendermaßen. Wie gesagt, da wird sich jetzt ein bisschen was ändern. Und zwar werde ich mehr oder weniger das Prinzip beibehalten, dass ich die Streams in der Reihenfolge hochlade. Also wenn ich zuerst Assassin's Creed spiele, dann, keine Ahnung, dann Monster Hunter, dann Fallout 4, genau, und dann Bioshock, dann lade ich halt auch Assassin's Creed, Monster Hunter, Fallout 4 und Bioshock hoch. Das wird also so bleiben, nur werde ich jetzt nicht mehr alles hochladen. Sondern nur noch, ich sag mal in Anführungszeichen, ne, die Story-Projekte bzw. die LP-Projekte, so kann man es sagen. Das heißt, die Sachen, wo man wirklich, ja, wo ich wirklich aktiv spiele, sag ich mal, wo es eine Story gibt, wo man durchkommen kann und sowas, die werden jetzt noch hochgeladen, die man halt als Let's Play verbauen kann. Und nicht solche Endlos-Sachen wirklich. Das ist ja ein anderes Thema, das habe ich schon mal angesprochen, das werde ich auch noch hier so ein bisschen verpacken. Wird jetzt aber nicht die wichtige Sache sein, sondern wie gesagt, es geht jetzt eigentlich bloß um diese Let's Play-Sachen. Und ja, die werden dann in Zukunft bloß noch hochgeladen. Der Rest wird alles nicht mehr auf YouTube hochgeladen. Das heißt zum Beispiel, Monster Hunter Farmrunden werden nicht hochgeladen. Allgemein die ganzen Monster Hunter-Sachen werden nicht mehr hochgeladen, weil ja, alles, was wichtig ist für das Let's Play, tue ich ja immer als eigene Aufnahmen, also als Let's Play Parts, tue ich die ja separat hochladen. Und da ist es ein bisschen, ja, unsinnig, dann noch den Stream dazu zu hauen, ganz klar. Nur ich wollte es halt vollständig haben, dass man ein vollständiges Archiv hat für diese Streams. Und ja, das muss ich jetzt wirklich sagen, weswegen die Änderung jetzt auch so zum Einjahresstream kam, ist, dass es doch schon sehr, sehr lange dauert, diese Sachen zu machen, und ich hänge dann halt ziemlich weit hinterher, wie man ja jetzt auch schön sieht, weil wir ja 4 Monate ungefähr hinterherhinken mit den Streams, und das ist halt immer eine blöde Sache. Da würde ich natürlich auch gerne so zeitnah wie möglich das machen. Das wird natürlich immer ein bisschen schwierig, ganz klar, aber ich versuche da einfach mein Bestes, sagen wir es so. Und ja, dass es dann in Zukunft ein bisschen besser läuft, will ich das wirklich, so wirklich die Stream-Sachen ein bisschen ausdünnen, dass dann halt wirklich bloß noch das kommt, was wirklich Let's Play ist, was wirklich irgendwo auch wichtig ist, sag ich mal. Und der Rest wird dann einfach nicht hochgeladen. Zum Beispiel Staridan oder sowas wird auch nicht hochgeladen. Bei Dead by Daylight, da haben wir jetzt ja 3 Runden gespielt im Stream mal. Die werden wahrscheinlich auch nicht hochkommen. Einfach bloß deswegen, weil ich ja vorerst mal, habe ich das letzte Mal ja angekündigt, als es nicht so gut lief, dass ich wahrscheinlich eine Pause von Dead by Daylight einlegen werde. Werde ich wahrscheinlich auch so machen, bis sich mal so ein bisschen was am Spiel geändert hat, bis es vielleicht ein bisschen anfängerfreundlicher auch wieder wird und nicht einfach bloß, ja, total dämlich irgendwo auch ist. Und ja, bis dahin werde ich mich mal ein bisschen fernhalten von dem Spiel. Und deswegen werden diese ersten 3 Parts auch nicht hochkommen, sondern werden bloß auf Twitch bleiben. Und das ist schon die nächste Sache, weil dieses Stream-Archiv bleibt natürlich irgendwo. Also natürlich die ganzen Videos, die jetzt auf YouTube sind, bleiben natürlich auch.
Nur ist es so, dass dieses Stream-Archiv an sich weitergeht, das ich führe, weil das ist mir auch irgendwo wichtig, dass man sagen kann, ey, da vor, keine Ahnung, vor einem Monat oder sowas war doch mal ein Monster Hunter-Stream, da würde ich gerne nochmal reinschauen, weil es war ganz witzig oder keine Ahnung, oder da haben wir ganz besonders viele Gravios erlegt. Ich weiß es nicht, was einen dazu antreiben könnte, aber zumindest für den Fall, dass man diese Streams nochmal anschauen will, hätte ich ganz gerne dieses Stream-Archiv, weil ich sag mal, ich weiß, wie schön es manchmal einfach ist, so einen Stream nochmal anzuschauen. Vor allem natürlich auch, wenn man verpasst hat oder so, und dann einfach ein bisschen mitzukommen. Und ja, deswegen gibt es das Stream-Archiv weiterhin auf Twitch. Und zwar ist es auf Twitch so, dass wenn ich einen Stream streame, also wenn ich streame, sagen wir es so, wenn ich streame, dann wird der Stream 2 Wochen lang nach dem Ausstrahlen auf meiner Kanalseite unter dem Reiter aktuelle Streams, glaube ich, oder so. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Wie heißt denn der erst? Zumindest, das ist der reguläre Reiter, wo man immer drauf ist. So irgendwie frühere Übertragung, genau so heißt. Frühere Übertragung. Und dort sind die Streams von den letzten 2 Wochen gespeichert. Nach 2 Wochen wird dieser Stream gelöscht. Aber dann geht man einfach oben auf den Reiter Highlights. Und dort sind, wie auf YouTube dann, die ganzen Parts geschnitten, kann man sagen, und dann in den einzelnen Projekten verfügbar. Das heißt zum Beispiel, wenn ich 4 oder 5 Spiele spiele, keine Ahnung, Fallout 4, dann Monster Hunter, dann wirklich Assassin's Creed und Bioshock, und man sagt, ey, das ist zwar ganz cool, aber ich will mich jetzt nicht durch 10 Stunden durchklicken und würde ganz gerne bloß Monster Hunter und Bioshock sehen, dann kann man ganz einfach auf die Highlights gehen und kann dort die beiden Sachen direkt anwählen, ohne wie gesagt jetzt den ganzen anderen Stream zu überspringen, weil das kann bei manchen Leuten, denke ich, immer wieder so ein bisschen ein Problem sein. Ich weiß noch, ich hatte früher immer ziemliche Probleme mit Twitch, vor allem was jetzt die Videos angeht zum Nachschauen. Das hat sich mittlerweile gebessert. Ich weiß nicht, ob Twitch da was gebessert hat oder ob es einfach bei mir besser läuft. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch läuft zumindest. Für die ganzen Leute, die das natürlich noch nicht so ganz wissen oder da noch nicht so ganz klar kommen, da nochmal so ein bisschen, wie das funktioniert. Und ja, dort könnt ihr euch dann natürlich die ganzen Streams nochmal anschauen. Geht also genauso wie auf YouTube. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass die Highlights erst irgendwann später kommen, weil ich sie natürlich auch erstmal schneiden muss. Kommen aber natürlich innerhalb von 2 Wochen nach dem Stream, da ansonsten der Stream weg ist. Das müsste natürlich klar sein. Und ja, das war eigentlich auch schon das Große, was ich so ankündigen wollte. Wie gesagt, einige Sachen werden wegfallen. Dafür gibt es aber das Stream-Archiv auf Twitch weiterhin. Und was jetzt noch so ein paar Besonderheiten oder was man wirklich noch anmerken muss natürlich, ist dann die Sache, wie das weiterlaufen wird mit den Story-Projekten. Und zwar werde ich es nicht mehr so machen, dass dann kommt Stream von und dann der Teil des Streams und dann erstes Projekt, sondern ich werde das Ganze einfach in Let's Plays alles umverwandeln. Das heißt, Fallout wird als Let's Play gemacht. Der Splatoon-Story-Modus haben wir ja noch ein bisschen was. Ganz klar, Bioshock haben wir auch schon angefangen, mehr oder weniger. Da habe ich auch schon mit dem Thumbnail alles darauf vorbereitet. Und Assassin's Creed natürlich noch. Die ganzen Sachen werden dann wirklich bloß als Let's Plays umgearbeitet. Da werde ich auch die ganzen Titel nochmal anders bearbeiten, dass man da auch die im Nachhinein nochmal findet. Playlists werde ich dafür erstellen, was ich eigentlich eh noch machen wollte. Auch während diese Streams noch liefen, aber bin ich noch nicht dazu gekommen. Jetzt werde ich es dann aber in der nächsten Zukunft machen, dass man auch die geeinzelt finden kann. Und die bekommen dann einfach bloß zu dem Let's Play-Namen dann einen kleinen Stream-Tag dazu in den Titel, dass man sieht, okay, das ist aus dem Stream, da kann es manchmal sein, dass man einfach, oder dass ich einfach kurz stehen bleibe und mit dem Chat rede oder so irgendwas, oder so ein bisschen, ja, ich sag mal auch off-topic, was man jetzt vielleicht nicht mitbekommt, weil es aus dem Stream kommt. Es wird auch meistens mit Facecam sein, das ist so eine Sache, die mache ich ja größtenteils, sag ich mal, im Streams. Weil es sich irgendwo da auch, ich sag mal, gehört oder es ist einfach so standardmäßig, das in Streams zu machen. Ich bin normalerweise so ein Typ, der sagt, Facecam von mir aus bräuchte ich jetzt aber nicht unbedingt. Bei manchen Spielen mache ich es auch wirklich gar nicht, weil ich es da einfach nicht mag. Aber so generell habe ich nichts gegen Facecam und deswegen werden in den meisten Stream-Sachen auch weiterhin Facecams kommen. Und auch in zukünftigen Projekten, die dann natürlich hochgeladen werden, werden dann wahrscheinlich die Facecams auch drin sein. Für die ganzen Leute, die
das auch so ein bisschen wollen, dann können sie natürlich auch das haben. Ja, was es dann noch zu sagen gibt, ist die Sache, dass wenn Streams mir abhanden kommen sollen, was mir auch schon passiert ist, ich glaube 2 Streams insgesamt sind mir abhanden gekommen, davon ist der eine jetzt noch in der Zukunft, und zwar also auf Twitch abhanden gekommen, in der Zukunft, und das ist der vom 14.05., zumindest ist der Stream, wo Monster Hunter so rumgespinnt hat, beziehungsweise mein ganzes Internet. Und ja, der Stream wird nochmal komplett auf YouTube kommen, aber bloß weil er auf Twitch fehlt. Gab irgendwie keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los war, zumindest hat es nicht sauber rübergenommen mit den Highlights oder so, keine Ahnung. Und zumindest irgendwann war er dann mal weg. Und ja, ich habe das Ganze natürlich noch auf meiner Platte, das ist natürlich kein Thema. Nur auf Twitch kann ich es jetzt nicht mehr hochbekommen, man kann ja keine Sachen hochladen. Und deswegen wird das Ganze komplett auf YouTube kommen, einfach bloß damit man ein komplettes Archiv hat, auch wenn man dann natürlich blöderweise auf YouTube dann runtersuchen muss, aber wenigstens dort findet man es dann. Und das ist dann aber wirklich der einzige Stream, der noch komplett kommt. Die anderen Sachen, wie gesagt, werden dann wirklich bloß noch in Let's Play-Format kommen und werden alle, wie gesagt, auch im Nachhinein noch umbenannt, dass es wirklich auch schön reinpasst. Und ja, das soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Das ist so die, wie gesagt, diese kurze Info gewesen. Arg viel mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Sollte es aber noch Fragen geben dazu, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben. Oder einfach wirklich einen Kommentar schreiben. Ich denke, ich oder irgendwelche anderen Leute, die es vielleicht auch wissen, werden das dann beantworten. Weil, ja, ich mache solche Infovideos immer ganz gerne auch, um alle Fragen zu beantworten. Damit es nicht so ist, dass ich dann das Ganze umstelle und dann erstmal jeder fragt, ja, aber wie ist denn das jetzt und wieso kommt denn das nicht mehr? Und deswegen will ich diese Fragen so ein bisschen präventiv verhindern. Und ja, wenn da natürlich noch weitere Fragen sind oder jetzt irgendwas unklar ist, weil ich jetzt vielleicht irgendwas vergessen habe oder so, dann einfach nachfragen, ist gar kein Thema. Beantworte ich natürlich gern, dass wir wirklich dort reinstarten können, ohne viel Fragen zu haben, sage ich mal. Sondern es einfach so durchziehen können. Klar, natürlich entstehen immer Fragen bei Leuten, die es jetzt nicht mitbekommen oder neu dazukommen. Aber so der generelle Großteil, sage ich mal, der Community, ist dann schon mal gut, wenn der versorgt ist, sag ich mal, oder wenn der Bescheid weiß, dann kann man nämlich auch anderen Leuten helfen. Was ich auch immer sehr schön finde, dass auch so mehr oder weniger geholfen wird, dass Leute auch andere Kommentare beantworten und so, vor allem auch jetzt bei Monster Hunter größtenteils. Finde ich eine schöne Sache, da nochmal auf jeden Fall ein großes Lob. Und ja, wie gesagt, damit soll es das gewesen sein. Mir fällt jetzt gerade auch echt nichts mehr ein zu dem Thema. Nee, ich habe eigentlich alles gesagt. Ich gehe nochmal so ein bisschen meine Gedanken durch, was ich mir denn so alles dazu gedacht habe, aber passt eigentlich alles und deswegen, ja, soll es das auch schon gewesen sein. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, auch wenn es euch vielleicht nicht so ganz interessiert hat, wenn ihr keine Streamgucker seid, vielleicht werdet ihr es ja dann, es kommen ein paar interessante Projekte, Bioshock hat ja wie gesagt angefangen und Assassin's Creed kommt ja dann auch die ganze Reihe, also von dem her, kommt noch einiges, vor allem wenn die Sachen dann mal fertig sind, kommen natürlich immer neue Projekte. Das heißt, die Stream-Projekte gehen mir so schnell auch nicht aus. Und ich will natürlich auch noch eine Weile streamen. Auch wenn es natürlich in den letzten paar Tagen ein bisschen schwierig ist mit dem Stream. Ganz klar wegen dem Metroid-Monat, ich habe es ja schon angekündigt. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt natürlich im August eine knifflige Sache zu streamen. Wird dann aber ab September sehr viel besser. Und da ich da Urlaub habe, werde ich wahrscheinlich auch einige Male streamen. Je nachdem natürlich, wie es für euch gut ist, aber ich denke, da werden auch noch genügend Leute dann dabei sein. Und ja, wie gesagt, dann war es das mit dem Video. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos. Vor allem natürlich in den nächsten Streamaufnahmen, beziehungsweise jetzt nur noch Let's Play-Projekten. Also dann, ciao!